Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dust an Elysian Tale. Die letzte Folge war ziemlich heftig, also emotional heftig, vor allem traurig, weil Bopo, der kleine Schlammling-Dorfbewohner, seinen Vater verloren hat. Und ja, Ara hatte das bereits gewusst, aber er hat uns nicht davon abgehalten, trotzdem weiterzumachen. Es ist trotzdem traurig, dass wir ihm nicht helfen konnten. Oh, ein Gegenstand. Dafür sind wir jetzt wieder putzmunter auf dem Weg, weiterzumachen. Ah, dich können wir nicht benutzen. Schade, aber ich glaube, hier drüben gibt es noch eine Blitzbombe, die besser geeignet ist. Genau die da. Oh, oder wir nehmen einfach die da. Okay. Und wie jetzt? Ach so, hier rüber, hm? Nein. Nö. Bringt uns alles nichts, würde ich sagen. So. Nein, das war nicht gut. Achso, das ist sogar schon die Taschenuhr, die wir finden müssen wahrscheinlich. Zeit haben wir ja genug. Die Bombe scheint nicht so schnell zu ticken zu beginnen. So. Jawohl. Gut, geschafft. Und das Wandhähnchen hätten wir auch gerne. So. Damit haben wir die Uhr von Nidas Mann. Wie hieß er nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah ja, Jihan, da unten steht's ja. Gut, damit können wir den Bauernhof auch hinter uns lassen. Und es gibt ja noch ein paar andere Nebengebiete, die ich jetzt erstmal abklappern will, bevor ich mich wieder der Hauptstory widme. Das hier ist immerhin ein Rollenspiel. Hier sollte man so viel wie möglich mitnehmen. Und außerdem sind wir das. Wir helfen den Leuten. Kein Fidget. Okay, Bauernhof abgeschlossen. Die Weihestätte. Genau da wollte ich doch mal hingucken. Oh, hier sieht es schön lauschig aus. Hier gibt es einen Schatz. Da drin würde ich sagen, ne? Da ist unser Spelunky. Und da, was haben wir jetzt erhalten? Läden aufgefüllt. Purpurner Resonanzstein. Mit dem Spelunky können wir allerdings nicht reden. Okay, das war die Weinstätte. Hier können wir uns unsere Freunde ansehen. Jetzt schläft Fidget. So. Sorgenwiese. Die Dichtung müssen wir auch irgendwann mal abschließen. Dorf Aurora, Weinstätte, Schützenpass. Da haben wir auch noch verdammt viel offen. Im Wald und im Efeutal. Ja genau, ins Efeutal will ich als nächstes. Das hat nämlich auch nur zwei Gebiete. Ups. Na, mit den Geschossen klappt das nicht so gut. So, explodiert mal schön. Wow, ups. Das hat jetzt wehgetan. Und wir brennen.
Aber ist auch kein Problem. Genau, explodiert mal wieder schön. Und ja, wir wollen dann den Schlüssel daran. Okay, so geht das Ganze einfacher. So. Einen Schlüssel hatten wir, den anderen habe ich nicht erreicht. Na gut, sprengen wir uns nochmal durch. Wow. Die da durch, wollte ich sagen. Aber die haben uns gleich mitgesprengt. Und wir verbrennen wieder. Zum Glück regnet's. So. Sehr gut. Jetzt haben wir den Schlüssel und haben auch hier alles abgeschlossen. Ja, die kleineren Gebiete kurz abschließen. Mal kurz gucken, was habe ich eigentlich für Missionen noch? Schneeflocken für Bopo? Ja, Wellenbrecher. Bestienspeere. Wir müssen eben nochmal in den Wald. Dort finden wir garantiert noch ein bisschen Speere. Ach, und die Kiste habe ich ja noch. Die muss ich auch dann noch abgeben. Aber erstmal in den verborgenen Hain. Wie groß ist der? Ach, nur zwei Felder. Okay, da durch. Da wieder raus. Oh, das ist ein interessanter Rätselort. Ruhe. Sehr schön, was war da für ein Anhänger drin. Erstmal wieder tödliche Leckereien. Die Nuss können wir gleich mal einwerfen. So. Koboldöl und Bärstaub, nö. Anhänger, was haben wir denn hier gefunden? Ah, nichts was Gutes, nur so ein Harabeo-Anhänger, wie man das auch immer ausspricht. Haben wir Ringe? Ach ja, den einen Ring wollte ich ja wieder anlegen. Mehr Glück ist doch ein bisschen besser. So, und dann hier hoch. Das hier ist ein kleines Labyrinth, wie mir scheint. Hallo, Bombe. Okay, und hier kommen wir nicht hoch. Und hier gibt es nichts, was wir sprengen können. Hm? Ach so, okay. Hier auch nicht und hier wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Aber das ist auch halb so wild. Fidget futtert mal wieder. Was hat sie da eigentlich aufgespießt? Marshmallow und Würstchen? Kaugummi? Vielleicht. Okay, wieder zurück nach Aurora. Hier gibt es zwar auch noch Gebiete, die wir abdecken sollten. Aber erstmal geben wir Jihan sein Dings wieder. You found it! Oh, this is the nicest thing anyone's ever done for me. Well, we did save your life, remember? Da hat Fidget allerdings recht. Yes, well, I meant aside from that. Thank you so much, you two. I have little to offer in return. But here, take this set of treasure keys. Thank you, Gian. I'm glad we were able to be of service. Having this pocket watch back puts my mind at ease. Thanks, Dust.
Ja, wir haben die Mission abgeschlossen und wie viele Schlüssel haben wir jetzt dafür gekriegt? Objekt entfernt, ja, die Uhr. 3 Schlüssel. Oh, das hat sich sogar richtig gelohnt. Euch beiden kann ich noch nicht helfen. Dich juckt's wahrscheinlich immer noch. Yep, dich juckt's immer noch. Sehr schön. Zu deiner Freundin können wir leider noch nicht. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist dir die Kiste geben. You found it! Quickly, give it to me! Relax, Reed. It's just a box. Just a box? No, no, it's not just a box. Didn't you hear it whispering to you? The whispers. The lies. I'll say. They told me the box was filled with cupcakes. I opened it up and nothing was inside. Okay, Fidget. Oh, no, 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 you opened the box! Why did you open the box? I told you not to open the box! Quick, take it back! I can't hold this! Wir haben sie doch gar nicht gehört. Hey, what are you doing? I thought you wanted your box back. I went through a lot of trouble getting that. Yeah, we had to find this girl in Mudpaw and then make her a doll that looked like me, then trade the doll for the box. Honestly, it was a bit roundabout. Ja, das war kompliziert, auch wenn es nicht ganz so klingt. Do you know what you've done? You've unleashed the power inside this ancient prison, and now it will consume your very soul. Ja, auch klar. Okay, Reed, I really think it's time you went inside and got some sleep. I think... Wait, what's happening to me? There's something wrong with me. Reed, what was that? What's going on? I feel weak, like something's sucking the life right out of my body. Simuliert er jetzt? Then it's already started. Oh, why did you have to open the box? I said not to open the box! Look, let's not dwell on the whole who opened the box thing. The box was open. That's in the past. We can't change that. We should be focusing on the future and, you know, less about me. Ja, weniger auf Fidget, die Schuld ist. The presence inside this box, it latches onto your soul. Tries to take over your mind. Only way to stop it is to break the barrier between body and soul. Das heißt, in other words, Dust, you will need to kill yourself. Reed! Oh. It really is the only way, Dust. You mustn't take too long, or you could end up like me. Yeah. You know what? I love this plan. I'm happy to be a part of it. Fidget liebt es, wenn Dust stirbt, huh? Shut up, Fidget! I can feel my life draining away every moment. Reed, what do I have to do? Travel outside the village, pick a fight with some monsters, and lose. Ach, na, ganz toll. If you do it in time, the presence latched onto your soul will be shaken loose and returned to the box, and you will return back to your normal self. That is, assuming you do it in time. Dust, you can't seriously be considering. Fidget, I don't have time to argue. I can feel it draining my life away. We need to get out of the village and fast. Aua. Aua, aua, aua. Au. Reeds böse Kiste. Mission, ich soll sterben oder was? Wow, 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 jetzt muss ich aber wirklich gucken, dass ich... Au. Schnell hier aus dem Dorf raus. Autsch. Komme. Das heißt, wenn mich das Ding lässt... Nein, es lässt mich irgendwie nicht. Au. Lass mich aus dem Dorf raus, verdammt. Ah, da
Das ist nicht gut. Nein, das ist ganz und gar nicht gut. Würdest du mich bitte rauslassen? Okay. Raus aus dem Dorf. Und so schnell wie möglich an einen Ort, wo wir platt gemacht werden können. Hm? Am besten in die Höhlen. Aber das machen wir jetzt erst in der nächsten Folge. Bis gleich.